Hallo und herzlich willkommen bei einem Video, wo ich euch zeigen werde, wie man EMP-Granaten im Black Ops 2 Zombie-Modus echt gut benutzen kann. Und ja, hier eine Sekunde, lasst mich mal eine Masse hier zusammenbringen lassen, sodass es sich auch wirklich lohnt. Also das, was ihr braucht, ist erstmal. Ihr müsst dazu neben einem Perk sein, was nicht so nützlich ist oder was ihr nicht besitzt. Ich bin jetzt hier bei Stamina Up. Also ich habe das ja nicht in meinem Perk-Leist-Ding da, wie auch immer das heißt, wo man die Perks hat. Also ich besitze es nicht, auf gut Deutsch. Und deswegen kann ich es ja benutzen. Also die EMP-Granaten. Und wenn ich dann mal die ganzen Zombies in einer Masse habe, kann ich dann auch, wann war das jetzt? Habe ich jetzt? Ja, hier. Und ihr müsst euch ducken. Und sobald die EMP-Granate explodiert, dürft ihr nicht springen, sprinten, schießen oder fallen. Weil dann bemerken die euch nicht. Und das ist echt gut. Aber der Zombie da, der hat mich jetzt. Ja, das Feuer stört ein wenig. Seht ihr? Da, die hocken da immer noch. Aber der Zombie hat mich leider bemerkt. Also der läuft mir hinterher. Wenn der mich jetzt angreifen würde, könnte schlecht werden, weil die anderen mich dann auch bemerken würden. Und ihr könnt dann in Ruhe, was weiß ich, eine Box benutzen. Und da spult er vor, genau so. Und dann habt ihr da die ganzen Zombies. Und jetzt habe ich einen angegriffen und dann greifen mich die ganzen anderen auch wieder an. Ja, das war's eigentlich so ziemlich davon. Wie man die EMP-Granate, sorry, richtig benutzen kann. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.